beim Thema Pay-OK spielt natürlich nicht nur der Datenschutz eine Rolle. Ich glaube, das macht das Thema dann nochmal komplexer. Wir haben das TTDSG, wir haben den DSA, also den Digital Service Act, den Digital Market Act, die digitale Inhalte-Richtlinie, die gegebenenfalls noch reinspielt. Und alle haben mehr oder weniger Relevanz. Das heißt, ihr als Datenschutzbehörden, das wird euch ja auch, wurde euch insbesondere am Anfang vorgeworfen, ihr könnt gar nicht oder ihr dürft gar nicht oder ihr solltet nicht, wie immer man das formulieren möchte, über den Preis entscheiden. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig. Ihr seid ja keine Wettbewerbsbehörde. Und das ist, glaube ich, das Stichwort. Man muss das, und ich glaube, das ist essentiell, zumindest im Tandem machen. Idealerweise vielleicht sogar noch den Verbraucherschutz damit mit reinnehmen. Wir waren vor 2 Tagen auf einer IPP-Veranstaltung, da war Herr Fuchs auch dabei. Der hat gesagt, für die Verfahren, die er auf dem Tisch hatte, hat er mit dem Bundeskartellamt gesprochen bei dieser Preisthematik. Ich glaube, that's the way to go in Zukunft. Wie sieht das beim BuyLDA aus? Plant ihr das? Ist das auch eine Option, die ihr zumindest euch offen haltet? Weil als Datenschutzbehörde sich über Preisfragen, mit Preisfragen zu beschäftigen, ist schwierig, oder? Das ist definitiv richtig. Also ganz generell würde ich sagen, ja, es ist richtig, Datenschutzaufsichtsbehörden können natürlich keinen Preis festsetzen. Und das ist auch gar nicht unser Anliegen. Was aber unsere Aufgabe ist, ist zu prüfen, ob hier eine rechtswirksame Einwilligung eingeholt wird. Und eine rechtswirksame Einwilligung wird halt nur dann eingeholt, wenn ich sage, ich habe eine gleichwertige Alternative, keine Einwilligung einzuholen. Und das ist etwas, was ich als Aufsichtsbehörde überprüfen können muss. Und gegebenenfalls kann es dann sein, dass ich sagen muss, hier muss ich mir die Expertise von jemand anders noch holen. Und ja, wenn wir uns auch den Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, anschauen, das ist eine Entscheidung des EuGH in Sachen Bundeskartellamt und Meta. Das heißt, hier hat das Bundeskartellamt letztlich ja in gewisser Weise auch etwas zu Datenschutzthemen gesagt. Und das war ja auch eine der Fragen, die es in diesem Verfahren gab. Darf denn das Bundeskartellamt das? Denn genauso wenig wie wir über Preise entscheiden dürfen, darf das Bundeskartellamt grundsätzlich Aussagen zum Datenschutz treffen. Aber natürlich kann es sein, gerade in dieser komplexen Welt, das schon also Material, ja, miteinander verzahnt ist, dass wir da gar nicht drum herum kommen. Und da hat auch der EuGH ja darauf hingewiesen, dass man ja einfach auch zusammenarbeiten muss. Und natürlich ist das etwas, wo wir auch beim BuyLDA sagen wollen, wenn wir das brauchen, wenn es drauf ankommt, dass wir uns dann da natürlich auch die Aussagen und die Expertise von anderen Behörden holen, wie man das vielleicht auch in anderen Themen macht. Also das ist ja genauso, wie man sich auch, ja, wie man nicht nur mit Juristen Datenschutzfragen prüft, sondern wie man sich vielleicht auch Informatiker dazu holt, wenn es um technische Fragestellungen geht. Und von daher ist es natürlich etwas, was wir machen würden. Aber ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn wir sagen, wir haben eine gewisse Vorgabe, die sich vielleicht auch aus der Opinion ergeben wird, gegebenenfalls auch aus späteren Guidelines. Denn wer aufmerksam die Tagesordnung der Plenary-Sitzungen verfolgt, der hat bestimmt auch schon gemerkt, dass es hier auch noch irgendwo eine Mandatsanfrage zu Guidelines gibt, die vielleicht dann hinterher noch kommen werden. Und da könnte man das Thema natürlich auch wieder aufgreifen, weil es natürlich einfacher wäre, wenn jetzt nicht jede deutsche Aufsichtsbehörde dann beim Bundeskartellamt anruft und sagt, so, wir hätten hier einen Fall, wie sieht es denn jetzt mit der Preisbewertung aus? Sondern wir sagen, wir haben ein paar einheitliche Kriterien, die wir heranziehen können. Und im Rahmen der Rechenschaftspflicht muss uns dann der Verantwortliche darlegen, dass er innerhalb dieser Kriterien ist. Und dass man dann vielleicht wirklich nur noch Einzelfälle hat. Man sagt, okay, jetzt braucht man wirklich die Hilfe der anderen. Jetzt haben wir einen Edge Case, weil es grenzwertig ist.